Ja, liebe YouTube-Pfeifenraucher und liebes Pfeifentagebuch, nun wirklich mein letztes Video für 2011. Und warum ich dieses Video noch in diesem Jahr euch zeigen wollte, ist, weil es sich schließlich um das Todesjahr von Rainer Barbie handelt. Und ich habe Gelegenheit und Anlass, hier insofern noch ein Video zu allerletzt in letzter Sekunde nachzureichen. Ich bin natürlich als Novize nicht gerade berufen, über Rainer Barbie irgendetwas zu sagen. Es ist allerdings auf der anderen Seite so, dass Rainer Barbie zu den Pfeifenmachern und Menschen gehört, die mich in den letzten Monaten zutiefst beeindruckt haben durch das, was von ihm noch an schriftlichen Hinterlassungen beispielsweise im Internet zu finden ist. Es gibt so zum Beispiel noch ein Barbie-Forum, in dem Rainer Barbie Pfeifenraucherfragen und Pfeifenmacherfragen beantwortet hat. Und es war für mich sehr interessant, auf diesen Seiten zu stöbern, auch einige Interviews mit Rainer Barbies im Internet zu finden und zu lesen. Und was da auf mich an Persönlichkeit herübergekommen ist, war eben sehr, sehr stark, hat mich zutiefst beeindruckt. Rainer Barbie hat mit vielen Vorurteilen aufgeräumt. Rainer Barbie war ganz offensichtlich ein Mensch von enzyklopädischem Pfeifenwissen. Und er war schlicht und einfach ein, wie er so oft genannt wird, Pfeifenpapst. Er hat sich selbst mehr als Handwerker denn als Künstler gesehen, aber die Barbie-Fans weltweit haben ihn letztendlich doch eindeutig zum Künstler erkoren. Ihm selber wäre das eben nicht so sehr gelegen gewesen. Er sah sich als Pfeifenhandwerker. Er hat auch die teilweise übertriebene Preispolitik einzelner Pfeifenkünstler nicht mitmachen wollen. Es gab bei Barbie Einstiegspfeifen, glaube, um die 200 Euro. Natürlich ist es hochgegangen in den Preisen und auch mit der Zeit, aber Barbie ist bei all dem immer ein anständiger Mensch geblieben. Und ja, viele seiner heute schriftlichen Hinterlassungen, die man noch im Internet finden kann, sind eben sehr beeindruckend. Rainer Barbie hat neben diesen schriftlichen Hinterlassungen, soweit ich erfahren habe, circa 500 Pfeifen pro Jahr hergestellt, was dann in einer Zeit von 1974 weggerechnet bis ins Jahr 2011 eben noch eine weitere bedeutende Hinterlassenschaft für uns Pfeifenraucher, darstellt. Und meine Faszination für Barbie ging so weit, dass ich mir wirklich gewünscht habe, eine Pfeife von ihm zu besitzen, nach dem, was ich alles über ihn gehört und gelesen habe und die Art und Weise, wie er an den Pfeifenbau herangeht. Auch Barbie als deutscher Pfeifenmacher, der eben 74 begonnen hat und der deutschen Pfeifenmacherszene international ein Gesicht gegeben hat, ihr Anlauf gegeben hat, vielen jungen Pfeifenmachern auf den Weg geholfen hat. Und all dies zusammengefasst ist das, was ich zunächst mal hier in diesem Video über Barbie sagen möchte. Ich möchte mich im Lauf des kommenden Jahres ein bisschen noch mehr mit ihm beschäftigen. Vielleicht lässt sich da ein interessanter Beitrag machen, vielleicht aber auch nicht. Es ist nicht so, wie es auf einer Internetseite zu lesen ist, dass man ja über Barbie schon alles wüsste. Genau genommen tut man sich schon schwer, wenn man heute über Barbie etwas erfahren will, über den Menschen Barbie und nicht nur über den Pfeifenmacher Barbie, da etwas in Erfahrung zu bringen. Und uns interessiert letztendlich nicht nur das Endprodukt des Pfeifenmachers, sondern mich zumindest interessiert auch sehr die Persönlichkeit des Pfeifenmachers, die dahinter steht. Und aus diesem Grund war es mir wirklich ein Wunsch, eine Pfeife von Rainer Barbie zu besitzen, und die möchte ich euch jetzt hier kurz zeigen. So, dies ist eine Barbie-Pfeife, eine frühe Barbie-Pfeife, die ich beim Pfeifendoktor auf eBay Estate
kaufen konnte. Sie ist wie gesagt eine frühe Pfeife, aber sie ist eine eindeutig als Barbie zu erkennende Pfeife. Ich zeige euch die jetzt ein bisschen näher. Fangen wir mal am Kopf an. Eine dunkel kastanienbraune, braune Straight Grain Pfeife, eine Horninterpretation vielleicht kann man sagen von Barbie. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Und natürlich erfüllt diese Pfeife mich mit Stolz. Ich habe sie mir sozusagen vom Munde noch abgespart, um sie auch euch hier auf YouTube im ausgehenden Jahr 2011 noch zeigen zu können. Es war eine Gelegenheit und ich habe diese Gelegenheit genutzt und es war mir eine Herzensangelegenheit in diesem Fall, muss ich wirklich sagen. Da gehe ich mal ein bisschen näher noch ran. Sie hat oben Bird Eyes. Und die frühen Pfeifen von Rainer Barby sind unter anderem daran zu erkennen, dass Barby in der frühen Zeit nicht gegradet hat und sie sind teilweise eben auch erkennbar an den Schriftzügen am Holm, am Mundstück. Hier R. Barbie. Ja, das ist ein wunderbares Sattelmundstück. Das ist eine 6 mm Pfeife. Barbie hat die Mundstücke aus Ebonit handgeschnitten. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Und sie ist selbstverständlich in gleichbleibender Barbie-Manier, hervorragend gearbeitet. So, hier unten, also am Mundstück, R. Barbie in der frühen Zeit gekennzeichnet und am Holm styled by Rainer Barbie. Ja, nun, es ist wirklich traurig, dass Rainer Barbie zu früh gegangen ist. Er hätte sicherlich die Pfeifenraucherwelt noch mit vielen wunderbaren Stücken erfreut. Und er ist einer jener Pfeifenmacher, auf die ich mich, wie gesagt, 2012 ein bisschen konzentrieren möchte. Und mit diesem Video, liebe YouTuber, möchte ich mich nun für dieses Jahr von euch verabschieden. Nochmals Danke sagen für eure Geduld mit mir und euch an dieser Stelle einen guten Rutsch, Gesundheit, Erfolg, Genuss und viel Freude im Pfeifenjahr 2012 zu wünschen. Macht's gut. Bis die Tage. Ciao.